Ja, es geht wieder weiter. Gut, Magnetilo, doch nachdem er noch einmal darüber nachgedacht hat, entwickelte er ein überwältigendes Verlangen, eurem Team beizutreten. Ich entschuldige mich dafür. Wärt ihr bereit, meinen Freund in eurem Team aufzunehmen? Oh, wow! Du vergisst, dass wir es waren, die deinen Freund in unserem Team haben wollten. Von daher würde ich es einfach großartig finden, wenn sich dein Freund anschließen würde. Sehr gut, vielen Dank. Ja, herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Team Rot. Ich bin's wieder, euer Chronicles of Games. Und wir mussten den letzten Part hier beenden. Und jetzt geht's wieder mal weiter. Gib dein Bestes und steh deinen Teampartner nicht im Weg. Yeah, ich werde mein Bestes geben, Lucy Freud. Hurra! Magnetello ist jetzt ein Teampartner. Möchtest du Magnetello einen Kosenamen geben? Ich nehme... Ja. Also erstmal weg. Ich weiß jetzt nicht mehr, über, ne? So. Ah ja, hier. Mal gucken, ich habe ein, ich nenne Volti. Vol. Ein L. Vol. Ein T. Wo ist das T? Und ein I. Volti. Volti Strich. Volti. No. 06. Ja? Volti 06. Yes. Ist der Name Volti 06? Okay, ja. Volti 06. Ich werde mich im Partnerareal Kraftwerk aufladen. Tut das. Wenn ihr mich in eurem Team braucht, holt mich im Kraftwerk ab. Okay. Okay, wir werden sehen, wie das alles jetzt funktioniert. Toll. Der Weg links von der Retter-Team-Basis führt zu den Partnerareal. Das ist ein Schild, an dem Weg links von der Retter-Team-Basis überhaupt nicht zu verfehlen. Das sind alle Geschenke für heute. Wenn du mehr Partnerareale haben möchtest, musst du sie dir kaufen. Das dachte ich mir schon. Ja. Gucken mich jetzt noch mal ein bisschen um. Wir haben ja noch nicht so alles erforscht. Wir waren nicht einmal hier drin. Philippa, hallo. Dies ist der Schalter für die Freundrettung. Wie kann ich dir helfen? SOS-Brief erhalten, Rettung starten, okay. Brief senden, Brief löschen. Philippa, wie möchtest du den SOS-Brief deines Freundes erhalten? Achso. Aha. Achso. Oh, was ist das? Nichts Besonderes. Also nichts für mich jetzt. Ich schau nochmal hier. Infobrett gesucht. Sinelbeere. Stahlberg, hier. Ich habe Angst. Also das sind die nächsten Aufträge. Stahlberg, Stahlberg, ne? Hier Kleinhain noch hier. Das sind halt so kleine Minijobs noch. Warp Orb gibt's auch noch. Krass. Die mache ich vielleicht auch offscreen. Ja? Also jetzt halt vielleicht das... Weil die Minijobs waren jetzt halt vielleicht nicht so spannend. Hin und wieder kann ich ja mal was zeigen. Oh, da geht was los. Ja, schicki. Huch, was ist denn da los? Da sieht man... Das sieht nach einem Auflauf aus. Auflauf. Was ist denn los? Bitte helft meinen Freund. Bitte, ich brauche Hilfe. Auf keinen Fall. Dafür arbeiten wir nicht. Aha, darum geht der Team, oder was? Aber mein Freund braucht unbedingt einen Windstoß. Bitte. Hey, gibt es hier etwas umsonst? Der Aufruf hier. Penunga bittet um eine Rettungsmission, aber erfolglos. Seht ihr denn den da? Ich kann nur Deutsch, Entschuldigung. Den in der Mitte mit der spitzen Nase. Arsch, würde ich sagen. Das ist ein Pokémon namens Tangolist. Er hat ein eigenes Retterteam. So schaut er aus. Aber sein Team ist gierig. Sie arbeiten nur dann,
wenn die Bezahlung fürstlich ist. Pelmunga bettelt um Hilfe, aber das arme Pokémon tut mir leid. Warte. Oh Mann. Oh, was ist denn? Krass. Ein Despota und Glurak auch noch. Oh, das ist ja Simsala. Das ist Simsala? Simsala. Der kommt mir ein bisschen arrogant vor. Kann es sein, dass du sehr kaltherzig bist? Um deinen Freund von Pelmunga zu retten, braucht es einen starken Wind. Eure Blätterventilatoren können problemlos einen solchen starken Wind erzeugen. Es wird nicht schwer für euch sein. Helft diesem Pokémon. Na gut, wir machen's. Kommt mit, Freunde. Wow. Dieser Tinkulist hat sofort eingewilligt. Ohne Diskussion. Hey, was sind das denn für Typen? Was? Das weißt du nicht? Das ist Simsalas Team. Sie sind das berühmteste Retter-Team der ganzen Umgebung. So schauen sie auch aus. Das ist Glurak. Sein Flammenwurf kann Berge schmelzen. Und das ist Despota. Er ist mächtig stolz auf seinen gepanzerten Körper und seine große Kraft. Und das ist ihr Anführer, Simsala. Simsala mag keine körperlichen Angriffe. Er kämpft mit psychischen... Entschuldigung, wieder. Er ist gesegnet mit einem enormen Gehirn und einem IQ von 5000. He is over 5000. Es heißt, er hat sich alles gemerkt, was hier auf der Welt geschehen ist. Simsala gibt in diesem Team die Anweisungen. Er ist der Anführer. Danke. Du musst mir nicht danken. Es sollte selbstverständlich sein, dass man dir hilft. Wenn dich wieder jemand abweisen sollte, lass es mich wissen. Pass auf dich auf, Kleines. Cool. Ich hatte nichts anderes erwartet von einem Retterteam wie so ein Kaliber. Simsala. Er spürt eine Aura. Was ist los? Was ist los, Meister? Nichts. Es ist nichts. Lass uns gehen. Wow, ich hatte richtig Angst. Cool. Boah, Cock. Genauso sollten wir auch mal werden. Lass uns noch mehr Mitglieder gewinnen und ein Retterteam erster Klasse bilden. Nicht, wenn ich was dagegen tun kann. Krass. Am nächsten Morgen. Viel Information mal wieder, ha? Huh? Viel zu viel. Gott, oh Gott. Hui. Guten Morgen, Doc. Ja, toll. Was wollte ich denn jetzt machen? Eigentlich? Toll. Pokémon-Zeitung, gibt's was Neues? Taubsi braucht Hilfe in der Donnerhöhle. Okay. Jobliste? Kann ich ihn denn anwählen oder was? Ja, ich nehme jetzt einfach mal nochmal in der Donnerhöhle einen Auftrag an. Taubsi braucht Hilfe. Okay. Jobliste. Ausüben, gell? In Donnerhöhle U3. Haben wir gemacht. Taubsi braucht Hilfe. Das machen wir noch. Stahlbergkammer abgeschlossen. Als dritten Dungeon. Ja. Oh toll. Wahnsinn. Ich bin so begeistert. Boah. Wenn man angegriffen gleich am Anfang kommt, sind schon viel zu stark jetzt.
Dann komm. Ja, komm halt her. Also wir haben uns da den vorigen Parts schon sehr lange aufgehalten. Oh, das wollte ich jetzt gar nicht. Spielt halt nicht so ab. Ja, toll. Wir können gar nichts mehr aufnehmen. Mann, das war wieder viel Information. Darum lasse ich es jetzt mal setzen, so langsam. Wir haben ein oder zwei Rettungsteams kennengelernt. Eine eher mehr so ein raffgieriges Retterteam. Tengulist. Scheiße. Und, ja, wir haben das Retterteam Simsala kennengelernt. Das wohl, ja, sehr stark ist. Ja, schon Glurak und Despota. Dieses Team hätte ich jetzt auch gerne, nicht so wie dieses dämliche Shiki. Aber okay. Wir werden schon wachsen, wahrscheinlich. Kommt ein Gegner. Was ist nun zu tun? Komm, verpiss dich. Ja. Nochmal eins. Komm, ich will hier durchraschen kommen. Und das kommt mir ein bisschen so arrogant vor, ja? Arrogant. Ach komm. Ja. Arrogant vor. Das mit bestem Wissen, finde ich, weil das ist korrekt. Ja. Also mit denen werden wir uns ja nochmal beschäftigen. Ich muss auch ein paar Items verkaufen und kaufen. Aber mal sehen, ob ich das jetzt einmal so mal mache. Ach ja. Endlich. Ne, wir verpissen uns. Komm. Schicki. Schicki. Ach ja. Untergeschoss 2. Geld können wir immer gebrauchen. Das nehmen wir mit. Ja, toll. Dankeschön. Komm. Ja, erst kommen die halt immer dran. Dann komm ich. Ja, ich gehe jetzt mal so. Ach ja, da ist der Status-Scheiler. Oh nein. Komm. Ja, warum ich? Oh Gott. Na komm. Wir haben einen Panzer-Aeron besiegt. Naja, verpiss dich. Ein Panzer-Aeron besiegt. Und sonst ist nichts Schlimmes gekommen. Oh, das ist echt cool. Was so alles jetzt passiert ist. Ich bin ganz fertig. Und in den einen Part habe ich ja Knuddeluff synchronisiert, ein bisschen stuntig und schwuchtelig. Ich habe dagegen gar nichts. Also das war jetzt kein Angriff auf sowas, keine Parodie oder so, sondern einfach nur, ja, ist mir so rausgerutscht. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, falls jemand damit Probleme haben sollte. Da wäre der Ausgang kommen. Das schaffen wir doch. Ja, ja. Ja, weiter. Ich habe die Zielebene erreicht. Hilfe hat jemand gebraucht, oder? Hier nicht runter. Ich weiß gar nicht, wer Hilfe braucht. Ich weiß es gar nicht mehr. Komm, geh drauf. Aha, ein Apfel. Komm. Na, kann ja gar nichts mehr nehmen, hey. Da ist es, oder? Das ist es schon. Komm. Jetzt. Ich habe Taubse gefunden. Retten. Das Licht des Retterordens wieder. Möge die Macht mit mir sein. Möchtest du die Mission beenden? Ja. Nein. Ja doch. Ich will weg. Mensch. Hui. Ja, die Mission haben wir erfolgreich beendet. Zehn Glückwunsch. Aha, ein Bumpel. Hier ist die Belohnung. Geld. Können wir immer gebrauchen. Geokop brauchen. Retterpunkte. Wie viel haben wir denn jetzt eigentlich schon? Müssen wir mal nachgucken. Ach ja. Geh mal, komm. Geh mal ins Bett. Schlafen wir uns aus. Speichern wieder. Das war jetzt eine sinnvolle Tätigkeit und... Ja, wir schauen jetzt mal den nächsten Part an, was wir halt machen können jetzt. Keine Ahnung. Ah, es war so viel. Okay, dann beende ich wieder hier. Ich bin's wieder, euer Chronicles of Games. Ich nehme noch ein bisschen auf. Mich interessiert, das ist gerade brennend heiß. Und dann sehen wir uns wieder. Bye, adios.